Herr Ullmann, gestatten Sie eine Zwischenbemerkung oder Frage aus der AfD-Fraktion? Das ist durchaus therapeutisch, dann kühlen Sie sich runter. Ich lasse es mal zu. So, welcher Kollege war es denn von Ihnen beiden? Es waren so viele. So, okay. Sie haben das Wort. Ich möchte Sie als 72-Jähriger, der sich nicht hat impfen lassen und bis heute durch die Pandemie, die sogenannte, durchgekommen ist, ohne irgendetwas groß zu haben. Ich hatte vor 3 Wochen und nicht für 2, sondern für 3 Tage diese Omikron-Variante und war dann wieder heile und konnte dann in Sachsen-Anhalt mich testen lassen. Die Sache war erledigt. Ich war nicht krank, aber ich habe Leute gesehen, die so standen, nach der Impfung, die wochenlang behandelt werden mussten. Nehmen Sie zur Kenntnis, wie viele Menschen es gibt, die deswegen Angst haben vor dieser Impfung, weil diese Impfung auch viele Menschen krank macht. Und es gibt Gutachten, dass 0,4% der Leute, die geimpft werden, 0,4% mit dem Tode sogar bedroht sind. Wie können Sie dann über eine allgemeine Impfpflicht überhaupt noch sprechen bei einem solchen Grundrechtseingriff? Ich fordere Sie auf, davon Abstand zu nehmen und klipp und klar zu regeln, dass wir in Deutschland ein freiheitliches Land sind und dass wir ein Rechtsstaat sind. Und eine Krankenhausüberbelastung hat es überhaupt nicht gegeben. Entschuldigen Sie bitte, dass ich so heftig werde, aber ich mache mir Sorgen. Die Impfung kann nämlich auch mich umbringen, wenn ich die machen muss. Und ich werde mich auf keinen Fall impfen lassen. Das sage ich Ihnen wirklich. Da zahle ich lieber ein Bußgeld. Schluss, aus. Hören Sie auf damit. Lassen Sie die Menschen in Freiheit leben. Kollege, bleiben Sie bitte. Kollege, bleiben Sie bitte stehen. Danke. Aber Sie dürfen sich auch hinsetzen, weil Sie waren jetzt sehr erregt und das ist vielleicht auch besser, wenn es ist. Ich finde, Sie haben einige wichtige Punkte eingebracht. Ich will mal konstruktiv hier an die Sache rangehen. Sie haben Ihre eigene Beobachtung mit Ihrem eigenen Körper gemacht. So läuft klinische Wissenschaft leider nicht, weil das würden wir wirklich ohne Hintergrund funktionieren. Ich freue mich für Sie, dass Sie mit Ihrem Alter mit 72 eine Covid-Infektion so milde durchgemacht haben. Das wissen wir auch, das gibt auch die Wissenschaft her. 80% der Menschen haben einen sehr milden Verlauf und das ist auch gut so. Und das ist auch, man spielt durchaus Roulette damit oder Poker spielen, ist es nicht gut zu spielen, ob man sich impfen lassen möchte oder nicht. Aber eine Sache muss man hier klar sagen, wir haben jetzt nicht eine allgemeine Impfpflicht hier in unserem Kompromiss stehen, sondern wir haben eine Impfpflicht ab 60 als Kompromisslösung gemacht mit Scharfstellung im Oktober. Darf ich mal zu Ende sprechen? Ja, ich habe ihn ja auch zu Ende sprechen lassen. Ja. Und somit haben Sie eine Möglichkeit, und wir haben auch die Möglichkeit zu sagen, wenn die Corona-Krise so weiterläuft bisher, und auch die WHO sagt ja durchaus, es könnte milder werden, wir können endemischen Verlauf haben. Aber dafür sind wir doch hier im Bundestag zu entscheiden, dann setzen wir die Impfpflicht wieder ab. Ist doch kein Problem. Wir können das jederzeit entscheiden. Nur jetzt müssen wir uns vorbereiten, damit dieser Winter nicht eine Katastrophe wird. Einen Moment, ich bin noch nicht fertig. Sie haben ja auch gesagt, Leute haben Angst vor der Impfung. Das ist genau der Punkt. Die Leute, die Angst und Sorge haben vor der Impfung, nehme ich als Arzt sehr ernst. Die müssen aber aufgeklärt werden. Nicht durch irgendwelche Streamer-Gruppen oder Facebook-Gruppen oder SMS, die man bekommt, oder Telegram-Gruppe aus der AfD, sondern eine professionelle ärztliche Aufklärung zu bekommen, um das mal in den Kontext zu bringen. So funktioniert Medizin und dann kommen wir auch hier weiter. Aber einfach zu behaupten, dass die Impfung unsere Freiheit zerstört, ist wirklich zu kurz gesprungen und ist ein bisschen blind. In der Menschheitsgeschichte war es bisher immer so, eine Pandemie endet dann, wenn eine Bevölkerung immunisiert ist. Und die Immunisierung in der Menschheitsgeschichte war immer Tod und Krankheit damit verbunden. Wir haben jetzt erstmalig in der Menschheitsgeschichte die Möglichkeit, mit einer Impfung diese
Teufelskreis zu durchbrechen. Und Sie setzen Ihre Freiheit, sagen, das ist meine Freiheit. Ich halte ich ja nichts von gesellschaftlicher Verantwortung. Wenn Sie von Freiheit sprechen, müssen Sie auch von qualitativer Freiheit sprechen, nicht eine Sammlung von irgendwelchen Freiheiten.